Moin, moin, ihr Lieben. Ich wollte mal mit euch zusammen die letzten Tage ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, es war ja einiges los. Es war Babyboomtag. Dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Das arbeite ich im Moment mit meinem Therapeuten auf. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Es gibt was Neues auf meiner Waldlichtung. Ich habe mir einen Traum erfüllt, und zwar den Hasenstall 3 Rot habe ich mir geholt. Ich finde das so witzig, wie der Skihase da immer im Kreis fährt. Ich habe mir auf dem Markt 2 Skihasen geholt. Einen hatte ich vom Baum der Weisheit, 3 müssen in den Stall rein. Habe ich mal eben 200.000 Moospennies ausgegeben. Das war es mir aber wert. Ich finde den so witzig, den Stall, und so süß. Den wollte ich unbedingt haben, und jetzt habe ich ihn mir einfach geholt. Ja. Einer meiner Lieblingsställe, absolut, richtig, richtig toll und schön, wie der, also kriege ich gar nicht genug von, gucke ich sehr, sehr viel an. Allein schon, wie hier die Skier stehen in der Ecke, das ist so echt cool. Ja, denn schnell nochmal zu gestern. Ich zeige euch mal den Jubiläumsstall, ich hole den mal raus, dann sieht man ihn besser. So, da seht ihr, dass es 7 Luftballons sind. 2 davon fliegen immer mal wieder hoch und die anderen sind festgetackert. Und das war die Frage von gestern. Den gab es, als Farmarama ein Jahr alt wurde. Im Januar war es, glaube ich. Und den konnte man in der Werkstube holen. Musste man richtig bauen mit Werkzeug. Und das ist der Jubiläumsstall. Ich finde ihn immer noch sehr schön und ich werde ihn auch niemals abreißen. Gefällt mir richtig gut. Ich mag meinen Jubiläumsstall. Bildhübscher Stall. Ja. Dann wurde ich gefragt, zeig doch mal dein Handwerk. So, da seht ihr die beiden Ballons, wie sie hochgehen. Zeig doch mal dein Handwerk. Ja, jetzt gehen wir mal ins Handwerksviertel. Das ist ja echt ein Ding. Also hier bin ich wirklich fast nie. Und das ist eigentlich traurig, weil es doch sehr schön ist, das Handwerksviertel. Ich sollte öfter hierher kommen. Aber ganz bestimmt nicht zum Backen. Ihr seht, ich bin ganz am Anfang von Stufe 2. Ich backe nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gebacken habe. Ist, glaube ich, sogar schon Monate her. Ich weiß es einfach nicht. Ich backe überhaupt nicht. Mir sind auch die Rezepte egal. Ich kriege sie zwar meistens, aber... ist mir eigentlich egal. Das Handwerk, also als aktiver Bäcker, gibt mir das Handwerk so überhaupt nichts. Ich finde das ganz lustig, die Sachen zu verlosen, die ihr mir schickt, aber ansonsten ist das Handwerk nichts für mich. Bei euch kommt es ja ganz gut an, das ist auch schön. Dann kann ich euch mal zeigen, was ich backen könnte. Ich habe so viel Salz. Das wäre mal eine Bitte von mir. Könnt ihr mal machen, dass man das Salz und den Gelierzucker verkaufen kann? Oh, das würde ich super finden. Ich würde das alles verkaufen. Ich brauche überhaupt gar nichts davon. Standen hier eigentlich schon immer die Sternchen? Fällt mir gerade so auf. Die standen doch sonst nicht da. Ist das neu? Naja, jedenfalls habe ich fast 3500 Salz. Und ja, naja, die stapeln sich. Die fressen ja kein Brot. Dann ist mir aufgefallen, dass man ja... dadurch, dass man diese Liste hier, die Liste, ich sag immer die Liste, was habe ich denn mit der Liste? Dass man die Leiste hier oben ausblenden kann, dadurch kriegt man seinen Fortschritt gar nicht mehr mit. Irgendwann guckt man hier oben rein, oh, Level 99, das ist ja mal ein Ding, unglaublich. Naja, aber ich bin jetzt schon fast bei der Hälfte von Level 78 und das habe ich fast gar nicht mitbekommen, weil ich die Leiste meistens ausgeblendet habe, allermeistens. Und ja, unfassbar. Das finde ich ganz lustig eigentlich. Man macht Moospennies und man levelt so vor sich hin und der Balken geht immer weiter und man kriegt es überhaupt nicht mit und gefällt mir ganz gut. Irgendwie ist auch mal ganz lustig und weiter. Ich bin immer noch sehr begeistert, dass man die halt ausblenden kann. Das ist total schön hier, wie schön der Himmel aussieht und einfach nur spitze. Ja, und da ich ja jetzt mit einem Konverter arbeite, kann ich jetzt auch längere Videos machen, die nicht dann 7 Stunden hochladen. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie ihr das findet mit der Qualität. Also ich fand beim vorletzten Video, es ging ganz schön den Bach runter. Es war sehr, sehr der Ton war total ekelhaft und so nervig, dröhnig. Der dröhnige Bass war dann zwar weg, der war beim letzten wieder da. Ich verstehe das alles auch nicht so richtig. Das ist Technik und keine Ahnung, was damit los ist. Wir können uns ja nochmal diesen Stall von nahem angucken. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass ich jetzt längere Videos machen kann, ohne dass ich den ganzen Tag hochlade und hochlade. Ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Was soll ich jetzt hier dumm rumquatschen? Das macht ja auch keinen Sinn.
Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Hier scheint die Sonne, sie knallt richtig und es ist ein wunderschöner Herbsttag. Und genießt diesen Tag und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.